Dann vertiefen wir das jetzt mit zweien, die uns mit zwei Insidern, die uns mehr darüber sagen können, wie das aus russischer Sicht gesehen werden kann, aber vor allem auch aus ukrainischer Sicht. Zugeschaltet ist uns heute der ehemalige russische Ministerpräsident Michail Kasjanow, und hier im Studio ist der Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, Alexander Rodjanski. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Rodjanski. Schönen guten Abend. Guten Wir Abend. haben uns hier relativ am Anfang des Krieges gesehen. 4 Monate dauert dieser Krieg noch. Sie sind seitdem mehr oder weniger im Ausnahmezustand. Wie geht es Ihnen persönlich? Ja, danke. Also uns geht es soweit so gut, aber es ist natürlich eine schwere Situation. Ob das die mentale Gesundheit belastet, ganz klar. Aber wir müssen halt unser Land verteidigen. Wir haben keine große Wahl und das tun wir auch. Deswegen haben wir nach wie vor den Kampfeswillen und der wird auch bleiben. Herr Kasjanow, Sie sind Ministerpräsident gewesen, und zwar derjenige, der Putin als seine erste Amtszeit als Präsident erlebt hat. Wir sehen hier gerade, das ist die Ernennung von Präsident Putin. Viele im Westen fragen sich ja immer, wie tickt dieser Mensch im Kreml? Ist der durchgedreht während Corona, hört man, oder ist das ein zynischer Machtstratege? Aus Ihrer Sicht, Herr Kasjanow, können Sie uns darauf eine Antwort geben? Was in seinem, guten Abend, was im Kopf Putins jetzt vor sich geht, kann ich natürlich nicht wissen. Das letzte Mal habe ich Herrn Putin vor 18 Jahren gesehen. Ja, die erste Amtszeit haben wir zusammengearbeitet. 4 Jahre lang waren das. Ich habe mich konzentriert auf Wirtschaftsfragen und die Außenwirtschaft, und Putin kümmerte sich um Fragen der Sicherheit und der Terrorismusbekämpfung. Was heute passiert, ist natürlich ein vollkommen anderer Putin. Der ist unvergleichlich mit dem Putin, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Damals hat Putin alle Initiativen und alle Reformen meiner Regierung unterstützt, sagen wir praktisch alle, außer zwei Reformen. Alle anderen hat er unterstützt. Jetzt ist Putin ein KGB-Offizier mit einem vollkommen schrägen, verzerrten Weltbild, mit einem sehr engen Weltbild und Denkmuster, und zweifellos ist er gefährlich für die Bürger Russlands und für die Bürger aller anderen Staaten. Und was er heute macht, steht natürlich im vollkommenen Widerspruch zu allen langfristigen Interessen des russischen Volkes. Putin ist ein Feind des russischen Volkes. Sie sind uns zugeschaltet aus einem Ort, der nicht in Russland ist. Sie sind seit Beginn des Krieges ins Ausland gegangen. Mussten Sie um Ihr Leben fürchten als Oppositioneller, der Sie ja inzwischen geworden sind? Ich bin seit 18 Jahren Oppositioneller. All diese Jahre habe ich den Druck gespürt, auch physischen Druck, moralischen Druck natürlich auch. Ich wurde angegriffen, ich wurde bedroht, ich wurde praktisch ständig bedroht. In Restaurants wurde ich angegriffen, auf der Straße wurde ich angegriffen, etc. Aber nach dem Beginn dieses Krieges, als das Putin System Gesetze verabschiedet hat, entsprechend denen man bis zu 15 Jahre ins Gefängnis gehen kann für die Kritik an den Handlungen der Massen, habe ich beschlossen, dass ich damit nicht mehr leben kann. Und das war richtig, dass ich ins Ausland gegangen bin, denn 3 Aktivisten unserer Partei, Rastislav Svoboda, sind schon im Gefängnis und erwarten Gefängnisstrafen von bis zu 10 Jahren. Das heißt, die Situation im Land, was Gesellschaft, Politik betrifft, ist schrecklich. Die Aktivisten, Menschenrechtsaktivisten, haben keine Luft zum Atmen mehr. Wir wechseln den Blick von der russischen Perspektive auf die in der Ukraine. Herr Rodnjanski, Sie fahren so ein bisschen hin und her auch zwischen eben Ihrem Land und Deutschland und anderen Plätzen, wo Sie eben auch reden über die Wirtschaft auch des Landes. Wie schätzen Sie die Motivation ein der Ukraine? Gibt es eine Erschöpfung, eine beginnende Kriegsmüdigkeit, die Sie sehen können? Ich glaube nicht. Ich glaube, davon ist eher in Westeuropa zu sprechen. Hier ist man müde vom Krieg, man ist müde von den Bildern, von den Kriegsbildern, von den Opfern, von den schlechten Nachrichten. In der Ukraine haben wir keine Wahl. Wir müssen unser Land verteidigen. Und deswegen würde ich nicht sagen, man kann von Kriegsmüdigkeit sprechen.
nach dieser Definition. Man ist erschöpft, klar, man ist mitten im Krieg, aber man muss sein Land verteidigen und man wünscht sich die maximale Unterstützung. Wir haben ja auch wirklich gravierende Probleme mit dem Nachschub zum Beispiel. Russland hat all unsere Produktionsstätte zerstört. Das ist in Russland nicht passiert. Russland ist ja ganz intakt. Wir dagegen nicht. Deswegen sind wir noch abhängiger geworden vom Westen und von den Waffenlieferungen. Noch abhängiger als davor. Aber von Kriegsmüdigkeit, nein, das würde ich nicht sagen. Olaf Scholz war gerade in Kiew. Heute haben wir erfahren, dass Deutschland eben diese sehr stark gewünschten Haubitzen geliefert hat. Ist das, was Sie bekommen vom Westen, also von Deutschland, von den USA, ist das ausreichend, um diese massive Offensive im Donbass irgendwie zu stoppen? Ich hoffe, es wird ausreichend. Also das Leih- und Pachtgesetz, das die USA zum Beispiel verabschiedet haben, vor ein paar Wochen oder Monaten sogar jetzt, das hilft ungemein. Das sind ja 40 Milliarden, die da bereitgestellt wurden, Großteil davon für das Militär. Aber ist es schon angekommen? Das ist ja die Frage, ob es akut hilft. Genau, es kommt mittlerweile an. Es dauert ja etwas länger, bis die Waffen auch wirklich eingesetzt werden. Man muss oft geschult werden an den Waffen, dann die Lieferungen dauern. Also das ist ein schwieriger Prozess. Die Deutschen liefern auch, also Deutschland und Europa liefert auch, lange nicht so viel. Mhm. Und wir sehen auch, dass es holprig läuft manchmal hier. Nach wie vor gibt es Diskussionen, warum jetzt das eine und das andere nicht geliefert wird. Dennoch hoffen wir, dass wir den Umbruch schaffen und dass wir auch vielleicht Ende August oder im August dann die Gegenoffensiven beginnen können. Mhm. Mit der Hoffnung, diesen Krieg für sich entscheiden zu können, also gewinnen zu können. Ganz genau. Und hier will ich auch ganz ehrlich sagen, also ich verfolge diese Diskussion in Europa, in Deutschland auch. Man darf sich ja nicht vor einem ukrainischen Sieg mehr fürchten als vor der russischen Niederlage. Also das ist doch absolut fehl am Platz. Die Ukraine verteidigt die europäische Friedensordnung. Und die muss auch maximal unterstützt werden, weil sonst gibt es den Krieg irgendwo anders in Europa. Wir können den Krieg gewinnen und einen nachhaltigen Frieden kann man mit diesem Regime sowieso nicht schließen. Dieser Illusion darf man sich nicht hingeben. Russland unter Putin ist nicht an einem Frieden mit Europa interessiert. Es geht um Revanchismus, um Imperialismus und dabei wird es auch bleiben. Herr Kasjanow, aus Ihrer Beobachtung, glauben Sie, die Ukraine hat mit all der Unterlegenheit, die wir ja sehen, auch in Bezug auf Mengen von Waffen, Mengen von Soldaten, eine Chance, diesen Krieg zu gewinnen? Ja, die Ukraine hat eine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Und wir wollen alle, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Ich verstehe überhaupt nicht diese Diskussion, dass es heißt, wir stellen uns an Putins Seite und die Ukraine soll Gebiete abtreten. Das geht überhaupt nicht. Ein Aggressor muss bestraft werden. Und er will die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur vernichten. Putin arbeitet jetzt gegen die Weltordnung, dagegen, wie die gesamte westliche Welt, die gesamte Demokratie funktioniert. Natürlich, ich stimme Herrn Radjanski absolut zu. Die Ukraine verteidigt sich. Und sie verteidigt die Freiheit aller europäischen Staaten und eines jeden europäischen Bürgers. Deswegen muss die Ukraine gewinnen und kann gewinnen. Und die Waffenlieferungen aus dem Westen können die Situation so weit bringen, dass tatsächlich die ukrainische Armee eine Übermacht wird. Die Ukraine braucht Waffen, die mindestens vergleichbar sind mit den Waffen, die das putinsche Regime zurzeit hat und gegen die Ukraine anwendet. Denn die Ukraine haben einen großen Kampfeswillen. Diese Armee ist unglaublich mutig. Und mit diesem Kampfesenthusiasmus kann die Ukraine gewinnen. Sobald Putin anfängt, besiegt zu wirken, wird Russland anfangen zu bröckeln aus sich heraus. Wenn wir einen Schritt zurück machen und uns überlegen, was könnte das Ziel eben Russland sein? Hordnyansky hat das gerade gesagt, dass jedenfalls in Bezug auf die Ukraine, der Präsident Putin hat sich vor kurzem mit dem Zar Peter dem Großen verglichen. Was sagt das über seinen Ziel aus, über seine Pläne? Würde er sich mit der Ukraine oder nur Teile der Ukraine zufrieden geben? Putin wechselt ständig seine Argumentationen, indem er die Gründe für die Invasion
äußert. Zuerst war das so eine Pseudo-Denazifizierung, dann war das die Gefahr, dass die Ukraine der NATO beitritt, dann ist es eine Demilitarisierung und jetzt ist es ein Zurückholen von Gebieten, wie Sie sagen, als er sich mit Peter dem Großen verglichen hat. Die zwei wichtigsten Gründe, die ich sehe für die Invasion, ist einer, ein globaler Putin kann nicht zulassen, dass die Ukraine, die sehr nah an Russland ist, zu einem demokratischen blühenden Land wird und das autoritäre Russland, wo seit 9 Jahren die Einkommen der Bevölkerung sinken, obwohl der Staat immer mehr einnimmt aus Öl und Gas. Die Bevölkerung wird immer ärmer. Und wie soll er seinen Bürgern das erklären, warum sie immer ärmer werden und warum der Wohlstand in der Ukraine steigt und Menschenrechte geachtet werden und jeder Mensch in der Regierung seinen Vertreter sieht und nicht einen Feind, wie russische Bürger das tun? Dann wird die Macht ihm entgleiten. Und das kann er nicht zulassen. Und der zweite Grund, der sehr wichtig für ihn ist, denn er ist ja ein wenig so, wie soll ich sagen, ja, das ist so ein Fetisch. Das ist die Krim. Er war der Meinung, dass nach der Krim-Annexion der Westen so handelt, wie er reagiert hat auf die Annexion Georgien oder die Invasion in Georgien, dass keiner sich nach 3 Monaten mehr daran erinnert. Und Putin hat ja ein Drittel des Territoriums des unabhängigen Georgiens, also Abchasien und Südossetien, als ein souveränen Staat anerkannt. Und danach, ein paar Monate später, ging der Westen über zu Business as usual und Putin hat gedacht, dass der Westen ihm sozusagen zulässt und ihn handeln lässt. Und die Annexion der Krim hat das gezeigt und die Sanktionen waren ja minimal in Reaktion auf die Krim-Annexion. Und Putin hat das als einen Mückenstich wahrgenommen. Und er dachte, genau dasselbe passiert jetzt. Aber er hat falsch gelegen. Der Westen ist endlich aufgewacht. Er hat endlich verstanden, dass transatlantische und europäische Einigkeit notwendig ist, um unsere europäische Zivilisation, um die Weltordnung zu verteidigen und um die europäische Sicherheitsarchitektur wiederherzustellen, die Putin zerstört hat. Und Putin ist geschockt von den Sanktionen, die jetzt eingeführt worden sind, die 6 Pakete. Das Finanzsystem funktioniert ja noch in Russland. Die Wirtschaft fängt schon an zu schrumpfen. Aber was in einigen Monaten sein wird, dann werden wir sehen, was passiert. 10% des BIP werden einfach schmelzen. Russland hat schon einen Sprung rückwärts gemacht, einen 10-Jahres-Sprung. In einigen Monaten wird Russland 20 Jahre zurückspringen. Putin vernichtet unser Land, nicht nur die Ukraine, sondern auch Russland. Deswegen entscheidet sich jetzt nicht nur das Schicksal der Ukraine, sondern auch Russlands. Ob Russland ein totalitärer Staat sein wird, wie es zu sowjetischen Zeiten waren, alle wissen, wie das damals war, oder ob Russland wieder den Weg eines demokratischen Staates mit einem normalen Wirtschafts- und Marktsystem zurückkehrt, was wir immer unserem Nachbarn der Ukraine gewünscht haben. Erst über die Sanktionen wollen wir gleich reden, aber erst einmal für den Moment hier, Herr Rudnyansky, Herr Kasjanow hat früher schon gesagt, 2008 beim Tschetschenienkrieg, das Reagieren des Westens hätte Putin erst angestachelt und 2014 hat er gesagt, wenn ihr jetzt den Preis nicht zahlt, dann werdet ihr später einen höheren Preis zahlen. Es gab Warnungen. Aus Ihrer Beobachtung, warum hat, und Sie sind ja in Deutschland aufgewachsen, warum hat der Westen, warum hat die deutsche Regierung damals nicht reagiert? Was ist Ihre Idee davon? Ja, also ich gebe Herr Kasjanow da recht. Ich glaube, Putin wurde dadurch ermutigt, immer weiterzugehen. Ich glaube, der Grund dafür ist einfach, dass man sehr lange nicht verstanden hat, womit man zu tun hat. Also die wahre Natur des russischen Regimes nicht richtig erkannt. Man hat ja lange geglaubt, mit Putin kann man Dialog führen, mit Russland kann man verhandeln, Wandel durch Handel und so weiter. Und das war absolut ein großer Trugschluss. Also so ist das nicht gelaufen. Russland ist immer autoritärer geworden. Und als autoritäres Land hat man ja auch andere Regeln, nach denen man lebt. Man ist nicht an gemeinsamen Werten mit Europa interessiert. Man ist nicht an Annäherung interessiert, sondern an der Ausdehnung des Imperiums. Und die Deutschen wollten das nicht sehen? Ja, so was heißt, die wollten es nicht sehen. Ich glaube, sie wussten einfach nicht, womit sie es zu tun haben. Man hat sich verkalkuliert.
Jetzt werden Fakten geschaffen im Osten. Es erreichen uns Bilder wie diese hier. Die hier sind aus Melitopol. Das ist eine Stadt nahe Mariupol. Hier sehen wir eine Einbürgerungszeremonie. Ukrainische Staatsbürger werden russisch und zeigen ihren Pass. Und voller Stolz im Herzen gratuliere ich allen, die Bürger eines riesigen, großartigen und gerechten Landes geworden sind. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass Russland nirgendwo hingehen wird. Wir bleiben für immer hier. Ist das nur Propaganda oder ist das tatsächlich, da trifft es auf einen fruchtbaren Boden auch bei Teilen der Bevölkerung? In Russland kann sein. Aber ich will noch mal kurz sagen, bei sowas dann zu behaupten, man muss wieder mit Russland verhandeln. Worüber soll man verhandeln? Das werden ja aus Russlands Sicht das Territorium Russlands. Also es wird annektiert. Ukrainisches Territorium wird annektiert. Worüber soll man dann noch verhandeln? In Kherson, haben wir heute gelesen, läuft nur noch russisches Fernsehen. Das ist sozusagen ein Ort, der daneben ist. Wie schwierig wird das, tatsächlich das wieder zurückzudrehen? Das wird möglich sein. Mit Waffen, mit weiteren Waffenlieferungen, mit westlicher Unterstützung, mit härteren Sanktionen und mit dem Zerfall oder mit dem Fall dieses Regimes. Das ist absolut möglich sein und das wird auch passieren. Mhm. Weil dieses Regime ist nicht nachhaltig, das ist nicht stabil. Das heißt also, wenn hier die ersten Diskussionen anfangen, die sagen, vielleicht gibt es eine Teilung der Ukraine, vielleicht gibt es Dinge, die man eben dem russischen Präsidenten zur Gesichtswahrung lassen soll, das ist für Sie völlig undenkbar, dann würde eher das passieren, was Herr Stuchlik sagt? Es geht gar nicht mal in erster Stelle darum, ob das für mich undenkbar ist, obwohl das natürlich zutrifft. Mhm. Es ist eine Steilvorlage für das russische Regime. Mhm. Es spielt ihm in die Hände. Genau das erwartet auch Putin, dass Europa so denkt. Und das nutzt er auch aus. Wir sollten lieber darüber nachdenken, was mit Russland passiert, wenn das Regime kollabiert. Und das wird passieren. Und dann ist die Frage, wird das Land zerfallen? Dort eher relevant als in der Ukraine. Weil glauben Sie, unsere Menschen, die jetzt in den besetzten Gebieten leben, wollten nie Teil Russlands werden. Und wir müssen sie auch befreien. Sie werden ja verschleppt, vergewaltigt, umgebracht. Wir wissen nicht, was mit ihnen passiert. Wie können wir jetzt einfach ehrlich also da rumsitzen und erzählen, ja gut, dann verhandeln wir mal. Das geht doch überhaupt nicht. Wir haben schon über die Waffen gesprochen, über die Sanktionen hat Herr Kasjanow schon gesprochen. Die waren bei der Krim-Besetzung 2014 und der Annexion waren die offensichtlich nicht stark genug. Jetzt gibt es ein Paket nach dem anderen. Ist das Ihrer Meinung nach ausreichend? Also erstens, man muss sagen, die Sanktionen haben Wirkung. Wir sehen das ja auch aus dem, was Russland sagt und macht. Russland versucht gerade, die Welt mit einer Hungerskrise zu erpressen und versucht dadurch, die Sanktionen loszuwerden. Also sie sagt, die Sanktionen müssen weg, dann können auch wieder die Schiffe fahren durch das Schwarze Meer. Also ganz klar sind die daran interessiert, dass die Sanktionen nicht mehr da sind. Das heißt, dass dieses Instrument wirksam ist und es muss weiter verschärft werden. Wir hoffen sehr, dass im 7. Paket auch etwas bezüglich des Gases gemacht wird. Russland erwirtschaftet sich gerade unglaubliches Profit an den Gasverkäufen nach Europa bei den jetzigen Preisen. Letztes Jahr war es noch das Öl, das sehr relevant ist. Jetzt ist es das Gas. Vor allem, wenn wir uns auch anschauen, was Deutschland zahlt. Seit dem Kriegsbeginn waren 2/3 der Zahlungen nur für das Gas. Das muss man bedenken. Wenn das so weiterläuft, kann sich Russland ohne jegliche Probleme weiter diesen Krieg finanzieren. Es gibt auch Kompromisslösungen. Also es muss nicht direkt ein Embargo kommen. Es kann ein Strafzoll werden, es kann ein Treuhandkonto werden. Irgendwas muss kommen. Dann ermöglicht dieser Schritt auch, weitere finanzielle Sanktionen einzuführen, auf die wir ebenfalls warten. Die Gazprom-Bank ist nach wie vor nicht isoliert. Funktioniert, ja. Genau. Und dann gibt es noch natürlich das Thema der sogenannten sekundären Sanktionen. Das sind Strafmaßnahmen für Firmen und Personen, die sich nicht an die Sanktionen der EU und USA halten, außerhalb der EU und der USA. Und das nutzt Russland aus, um die Sanktionen zu umgehen. Das darf auch nicht mehr passieren. Und da müssen diese Sanktionen eingeführt werden, damit jede Firma überall auf der Welt einen Anreiz hat, sich daran zu halten. Kurze Frage, Herr Kasjanow. Sie haben gerade schon gesagt, die Sanktionen haben eine Wirkung. Das Bruttoinlandsprodukt in Russland ist schon am Wegschmelzen. Sind Sanktionen das Mittel, das diesen Krieg stoppen kann? Gibt es die Hoffnung wirklich, wie Sie formulieren, dass dann ein interner Zirkel diesen Präsidenten zu Fall bringt? Äh,
Die Sanktionen werden den Krieg nicht beenden, 100%. Sanktionen sind nicht dafür da, um den Krieg zu beenden, sondern um den Aggressor zu bestrafen für seine Aggression. Den Krieg stoppen können nur die Ukrainer auf dem Schlachtfeld. Und der Westen, der Waffen liefert, welche, wie ich bereits sagte, ebenbürtig dem Russischen sein müssen. Dann kann der Krieg gestoppt werden. Ich bin absolut mit Herrn Radnjanski einverstanden. Verhandlungen können, worüber kann verhandelt werden? Nur darüber, dass Putin seine Armee zurückzieht und die souveräne Territorien der Ukraine befreit. Und wir alle müssen dafür einstehen, dass die Ukraine ihre territoriale Integrität wiederherstellt. Die Sanktionen haben Wirkung. Sie beeinflussen das Finanzsystem. Sie sehen, der Rubel ist einer unklaren Stellung. Die Zentralbank Russlands und das Ministerium für Finanzen wissen nicht, was sie machen soll, denn niemand braucht mehr Devisen, niemand kann mehr was kaufen im Import, die Menschen dürfen keine Devisen mehr kaufen. Wir sehen also schon erste Probleme im Finanzsektor. Die Wirtschaft fängt an zu stocken, denn die Lieferketten sind unterbrochen. Die meisten ausländischen Firmen, die in die Realwirtschaft investiert haben, sind gegangen. Strategisch wichtige Handelsgüter werden nicht mehr geliefert, Technologien werden nicht mehr geliefert. Zum Ende des Jahres werden wir einen sehr, sehr großen Effekt der Sanktionen bemerken. Jeder wird das offenen Auges sehen können. Die Frage ist, was passiert dann? Wie geht es weiter? Meine Vermutung ist, dass wenn der Westen alle seine Verpflichtungen erfüllt zur Unterstützung der Ukraine. Ich sehe jetzt mit großer Befriedigung, dass die Verpflichtungen, die Kanzler Scholz übernommen hat, jetzt eingelöst werden und die Haubitzen sind heute schon geliefert worden. Und die ukrainische Armee kann sie schon einsetzen. Wenn das alles also erfüllt wird, diese Zusagen, dann kann ich davon ausgehen, dass zum Ende dieses Jahres die Ukraine eine Übermacht haben wird auf dem Schlachtfeld. Wir sehen, dass die Putin-Armee Angst hat, direkt in den Krieg zu ziehen. Sie nutzen Artillerie, und zwar Artilleriewaffen, die die Ukraine zurzeit nicht hat. Ich bin kein Militärexperte, aber ich lese Berichte unterschiedlicher Militärexperten und ehrlich gesagt ziehe ich meine eigenen Schlüsse aus den Daten und ich sehe, dass zum Ende des Jahres die Ukraine tatsächlich gleichwertig sein kann und eine Übermacht haben kann. Putin will natürlich diese heute okkupierten Gebiete zusätzlich zu dem, was 14/15 okkupiert wurde, bei Russland bleiben, vielleicht sozusagen schweigend unter seiner Kontrolle bleiben, damit der Westen sich langsam an die Tatsache gewöhnt, dass ein Teil der Ukraine nicht mehr der Ukraine sozusagen zugehört, sondern von Putin kontrolliert wird. Und wenn wir uns fragen, welche Gefahr haben wir danach? Wird Putin stoppen, wenn diese Gebiete unter seiner Kontrolle bleiben werden? Natürlich wird er nicht stoppen. Und Sie haben vollkommen richtig gesagt am Anfang der Sendung, dass er schon sich mit Peter dem Großen vergleicht und er schaut nach ins Baltikum, Estland, Litauen nennt er ja schon Ladoga-nahe Gebiete, also Gebiete um den Ladoga-See herum. Schon die Wortwahl zeigt, dass er anfängt, diese Gebiete als russisch wahrzunehmen. Das ist eine sehr gefährliche Rhetorik. Vielen Dank erst einmal für diese Einschätzung, wertvolle Einblicke in das, was gedacht wird. Wahrscheinlich im Kreml, Herr Rudnjanski, wir haben angefangen zu reden über die EU-Beitrittsperspektive, die ja auch geäußert wurde. Es gibt jetzt den Gipfel, darüber wird entschieden, ob es einen Kandidatenstatus geben soll. Wahrscheinlich wird darüber entschieden. Wie wichtig ist das für Sie in der Ukraine, selbst wenn es Jahre dauert? Ja, Jahrzehnte. Das ist sehr wichtig. Die überwältigende Mehrheit der Ukrainer befürworten, wollen einen Eintritt in die EU. Alle wissen, dass das lange dauern wird. Wir wollen uns ja auch nicht irgendwie vordrängeln. Es wird schon verstanden, dass es irgendwie einen Fahrplan geben wird und dass wir auch gewisse Reformen durchführen werden müssen. Das wollen wir auch. Die Ukraine wollen, dass die Ukraine anders wird. Die wollen das Land reformiert sehen. Sie wollen das Land in der EU sehen als, ja,
als ebenbürtiges Mitglied und nicht irgendwie als so ein Katastrophenfall. Mhm. Deswegen, wir sind bereit, auch die Arbeit zu leisten. Wir wollen, dass die Zusammenarbeit jetzt auch beginnt und dass dieser Fahrplan auch erstellt wird. Mhm. Und das wird dann helfen, auch in der aktuellen Situation? Absolut, weil Sie wissen ja, wirtschaftliche Entwicklung, darauf stützt sich auch das Potenzial jedes Landes und auch das Potenzial, sich zu verteidigen. Momentan ist unser BIP um 50% eingebrochen dieses Jahr. Das heißt, wir können auch die Armee nicht finanzieren, wir können uns nicht verteidigen, wir können die Sozialleistungen nicht gewährleisten. Also das sind Riesenprobleme. Wenn wir Teil des EU-Binnenmarktes werden irgendwann, dann hat das einen riesigen ökonomischen Vorteil. Ein langer Weg liegt vor Ihnen. Erst einmal danke, dass Sie heute hier waren, Alexander Rodnjanski. Danke für den Besuch. Vielen Dank, Herr Kasjanow, für das Gespräch. Alles Gute für Sie beide. Vielen Dank. Danke schön.